Nein. Jawohl. Ja, genau, noch 1000 mehr oder was. Und wieder so ein Typ mit super Knarren. Okay, wartet, ich muss durchatmen. Au, was? Von der Entfernung aus trifft er mich? So ein Arsch. Also bitte. Okay. Ach so, du bist das, dieser Hautdrauftyp. Okay. Dieser normale Hautdrauftyp ohne seinen Schnickschnack. Jetzt Roboter spinnt! Ja, Roboter spinnt, genau. Der Boss schickt Grüße! Noch mehr davon, oh Leute. Ja gut, erstmal so ein bisschen mehr, ne? Jawohl, hau ihn um. Okay. Töte den! Da oben! Nein, nicht schon wieder, immer noch. Mann. Du bist ein toter Mann! Autsch. Jetzt wartet mal. Ach, verdammt. Er hat mich! Jawohl, mach ihn fertig. Und. Sehr gut. Wo ist noch einer? Irgendwo rennt noch dieser nette... Nein! Alter, wir haben mich schon. Ne? Hau ab! Oh Mann! Und jetzt aber weg damit. Ja, es ist vollbracht. OMG, wir haben es geschafft. Huh, Alter. Ach, Hilfe. Okay. Diese Hilfsgüter müssten eigentlich hier irgendwo sein. Ja, die sind hier irgendwo. Oh Mann, wir haben es geschafft. Wir haben sogar zwei Herausforderungspunkte. Wird Zeit, dass ich diese Hilfsgüter finde. Ja. Oh, tief durchatmen, das Schwerste ist geschafft. Oh, wer hätte das gedacht? Und das ohne einmal zu sterben, ne? Also beim ersten Mal gleich. Jetzt kommt natürlich die... Ja, aber wie soll ich da... Okay, die sind da. Ah, okay. Mhm. Kann ich die. Oder kann ich da einfach so. Nee, kann ich nicht. Okay. Achso, gut. So, weg damit. Sehr schön. Okay. Da sind die Hilfsgüter. David, die letzten Hilfsgüter sind gesichert. Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich.
Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Ja, na, mal gucken, ob sie helfen kann. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber wir haben unsere Aufgabe erledigt. Jetzt haben wir noch Screwball vor uns. Dann diese Geheim-Audio-Nachrichten und... Siehst gut aus, Spidey. Ja. Keine Zeit zum Plaudern. Dann noch die Verbrechen in der Stadt und dann war's das auch schon wieder. Aber wir natürlich erstmal hier weitere Tonaufnahmen anhören. Und natürlich nebenbei noch Verbrechen erledigen, müssen ja auch noch 4 Stück sein. Oder weniger. Hey David, was gibt's? Spider-Man, ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten, David. Ja, Nebenmission. Okay, 2 sind das. Gut, das können wir... Das machen wir dann. Ne? Das erledigen wir dann in Ruhe. Wir haben ja jetzt keinen Zeitdruck. Hoffe ich zumindest. Na, da können wir das dann noch schnell mitnehmen. Find. Ich muss ganz nah sein. Ja, ganz nah, deswegen. Wieder auf dem Dach, wieder ein Dachkampf oder was? Okay, ja, wieder. Ja, natürlich. Wow! Wie wär's, wenn wir nicht halt mit Händen hochjagen? Super starke Power. Oh. Und das. Was ist das? Was soll das sein? Wisst ihr, ausweichen macht viel mehr Spaß, als getroffen zu werden. Ja, okay. 3 von 5, noch 2, dann sind wir am Ziel. Ich muss ganz nah sein. Okay, hier unten irgendwo, ne? Wow, im Wasser? Und wieder das typische Gelb. Der Rekorder muss hier irgendwo sein. Das ist noch ein Polizeibericht. Na, jetzt müsste. Okay. Juri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. Auf der letzten Aufnahme klang Juri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist alles? Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber... Wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Juri aus? Ich muss zu diesen anderen Orten. Gut, 7 von 9. Und hier war irgendwo... Okay, Fahrzeugverteidigung ist deaktiviert. Schade. Aber wir haben ja noch eine weitere Tonaufnahme. Und wir machen erstmal Screwball. Geräteherausforderung. Gut. So, hoffentlich kriege ich die auch gleich hin, dass wir ordentlich Punkte sammeln können. Follower. 1080, wir verfolgen mal hier mit gestohlener Sable-Ausrüstung. Brauchen Verstärkung im Meatpacking District. Over. Ist das schon wieder... Oh, das gibt's doch nicht. Wieso ist das schon wieder weg? Mann, das ist ja jetzt doof. Na ja, gut, was soll's. Ne, wo war jetzt? Hier? Ach, da. So, let's go. Okay, bereit?
das ja, Spidey. Kombinier deine Geräte. Sei kreativ. Aufprallnetz und Elektronik. Ich werde wohl mitspielen müssen. Gut, Gut, gut. Jetzt erledige ihn. Was zum... Die Kommentare explodieren. Wir wollen mehr Fotobomben. Volle Deckung. Na, jawohl. Sehr schön. Okay. Jawohl. Nein! Jawohl. Ist ja gut. Oh nee, das geht nicht, oder? Okay. Hier. Zack, zack. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Die Kommentare feiern diese Combo. Fast großartig. Das druck ich mir auf eine Visitenkarte. Vielleicht muss ich dich ab jetzt eher mittelprächtig mehr nennen. Und das heißt jetzt? Wir haben nicht genug Follower, oder? Oder haben wir... Ja, ist okay. Geschafft! 50 Millionen Follower! Die Party steigt jetzt! Wir sehen uns! Sorry, Spinnchen. Du kannst nicht kommen. Nur für Abonnenten. Ich mag dich trotzdem. Ja, juhu, wir dürfen trotzdem zur Party kommen. Screwball ist eine echte Narzisstin. Sie würde nie ihre eigene Party verpassen. Ich muss wissen, wo sie steigt. Vielleicht hat einer ihrer Fans was dazu gepostet. Wenn ich nur jemanden wüsste, der Zeit hat, sich durch diese ganzen Postings zu wühlen. MJ. Okay. Hallo? Ich wollte mich mal melden. Myers, hast du gehört, was ich gesagt habe? Du sagtest Hallo? Ah, dann ist dein Timing wohl einfach perfekt. Okay, ich habe eine Mission für dich. Eine Spinnenmission? Oh Mann, dann mal los! Bitte find in den sozialen Medien für mich raus, wo Screwballs 50 Millionen Follower-Party steigt. Oh, okay, klar, ich ruf dich an, sobald ich was hab. Während Miles sucht, kann ich auf Spidey-Patrouille gehen. Ja, wunderbar. Ich dachte schon, wir hätten es jetzt vermasselt. Also, dass wir hätten Tatortaufnahme. Was? Wieso? Hä? Ja, da oben irgendwo, ne? Hier. Hier drüben. Ach, da hinten. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, dass das nicht mehr angezeigt wird. Oh, fast dran gewesen. So. So gut, kriegen wir doch die Party noch zu sehen. Dass wir Screwball endgültig das Handwerk legen können, damit es keine vierte Staffel gibt. Ich glaube, ich bin fast da. Oh nein, Verbrechen. Bitte verschwinde nicht, liebes Verbrechen. Egal was es ist eine Verteidigung, es ist ein besieger Hammerhead-Schläber. Okay. Hallo. Die Show ist vorbei, Leute. Möchten wir wirklich unbedingt vor einem undichten Tankwagen kämpfen? Ey, jetzt ist gut, Junge. Nein. Jawohl, flieg hin.
Geröll, aber natürlich nicht den großen Typen, weißt du, alle erledigen außer dem. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute, bleibt cool, bleibt geschmeidig. Ah, verdammt. Das war doof. Das war nicht so gut. Okay. Gut. Also zurück zur Aufnahme. Naja, es kann nicht immer gut laufen, ne? Übermut. Ja, gib mir noch eine Chance, eine Verfolgungsjagd. Hammerhead ist schon ohne diesen Transporter gefährlich genug. Ich muss ihn stoppen. Irgendwas sagt mir, dass ihr dafür keinen Fahrzeugschein habt. Gut. Jetzt sind die nämlich vor mir oder können die vor mir nicht schießen? Oder ganz einfach so. Sehr schön. Ah. Der Hammerhead-Schläger? Dann muss ich nachher wenigstens nicht ins Fitnessstudio. Hau lieber ab! Voll. Fliegen ist schöner. Auch. Nimm die Waffe weg. Da. Bleib liegen. Voll. Miles, was hast du für mich? Siehst du an? Miles, das ist toll. Vielen Dank. Soll ich da hinkommen? Nur für den Fall, dass du Hilfe brauchst? Nein, aber keine Sorge. Du kommst doch früh genug zum Einsatz. Cool. Hoffe ich zumindest. Warten ist echt hart. Ich weiß, Mike. Ich weiß. Bis bald. Okay, dann Party-Ecke. Church und Broom. Yeah, jetzt kann's losgehen. Das Traurigste an Screwball ist wohl, dass sie ein Opfer ihrer eigenen Fans geworden ist. Die meisten Verbrecher haben ein Endziel. Screwball eher nicht. Sie ist nur ein Social-Media-Opfer. Solange ihre Fans ihr Anerkennung geben, wird sie immer gefährlichere Aktionen starten. Und deshalb muss ich sie aufhalten, heute Nacht. Mm. Okay. Okay, okay, okay. So, guck mal gleich mal, wo befindet sich Screwball? Screwball ist der da, jawohl. Aber wir wollen noch mal dahin. Und natürlich noch, noch die restlichen abholen. Okay. An alle Einheiten. Angriff auf einen Sable-Transport durch die Magier. Ja, ich bin da. Verteidigen. Ah. Ja gut, das ist jetzt die letzte Verteidigung. Dann haben wir das geschafft. Und dann sind wir ja auch schon wieder fertig. Ne? Alle Verbrechen gereinigt. Hallo. Hey Jungs, ich glaube, das ist nicht euer Laster. Zerquetscht die Spinne, Jungs. Ah. Vorsichtig, sie haben Verstärkung gerufen. Ja, komm. Nimmst du die Finger weg. So, hier. Und du auch? Okay, was machst du? Ja. Wir verlieren Leute! Daran bin ich wohl jetzt schuld, wenn ihr Leute verliert oder was? Echt mal, Augenblick. So, und da bin ich auch wieder zurück. Jetzt noch schnell die Gegner erledigen. Bitte!
hat. Weil mir gefallen die Chancen nicht mehr. Haben wir schon. Ihr Jungs wisst einfach nicht, wann Schluss ist. Was? Noch mehr? Das ist bewundernswert. Diese Typen haben es aber echt auf die Sable-Technologie abgesehen. Naja, eigentlich haben sie es auf alles abgesehen. So, alles abgeschlossen, hervorragend. Und da würde ich sagen, mache ich ab hier erstmal ein ganz kurzes Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, gerne ein Like da lassen oder eben Kommentar. Und ja, in den letzten Aufgaben haben wir dann noch hier übrig. Hier noch übrig, hier noch übrig. Und dann sind wir auch schon fertig mit... Ja, Spider-Man. Und ja, bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Marvel Spider-Man. Mittlerweile die zweite Bonusaufnahme, denn wie gesagt, kurzer Break war am Start. Und wir haben jetzt noch einige Aufgaben vor uns. Wir müssen noch einmal, also noch drei Tonaufnahmen finden. Eins, zwei, nein, gut, wir müssen bloß noch zwei finden. Und haben noch zwei Nebenmissionen. Einmal die gute Screwball und dann einmal unserem neuen Freund, dem wir helfen müssen. Aber jetzt erstmal die nächste Tonspur. Und Verbrechen haben wir ja auch alles erledigt. Also brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, dass wir, glaube ich zumindest, ich gucke nochmal kurz. Ja, gut, alles erledigt. Hervorragend. So. Und hier haben wir jetzt die nächste Tonaufnahme. Mal gucken. Ich glaube, ich bin fast da. Ja, du bist... Entschuldigung. Ach, was? Bestimmt hinterlässt Yuri all diese Sachen. Aber warum Yuri? Ach, da oben. Na, jetzt lass mich doch mal hier. Zack. So. Da. Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Okay. Also werden wir bestimmt bei der letzten Aufnahme dann nochmal eine Nebenmission haben mit der guten Yuri. Die ja bestimmt nochmal versucht, Hammerhead zu töten. Wobei Hammerhead ist ja jetzt hinter schwedischen Gardinen. Ich weiß gar nicht, in welchem Gefängnis er ist. Vielleicht doch. Naja, egal. So, weiter geht's. Nächste Nachricht. Obwohl, warte mal, können wir da vielleicht... Ja, komm. Ausnahmsweise mal. Da wir ja schon alle Aufgaben erledigt haben, können wir einfach mit Schnellreise mal ganz schnell hin, vorbeigehen, Hallo sagen und wieder gehen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Okay. Okay, kein Sturz, dass wir hier drin sitzen mit unserem schnieken Outfit. So, sehr schön. Und die Frage ist halt, wie wird unser letztes Kostüm aussehen? Genau. Da wir das ja dann auch nur ganz kurz. Ich glaube, ich bin ganz nah am letzten Tag. Kurz zu Gesicht bekommen, weil ich glaube kaum, dass wir das jetzt noch mehrfach einsetzen können. Yuri war hier. Wo ist die Akte? Da, wo man sie am wenigsten erwartet. Also ich nehme es jetzt mal an, dass die da. Jawohl, ja. Klappt doch.